Nippes und Bratwurst, das gibt es auf Gladbachs Weihnachtsmärkten mehr als genug. Auf Schloss Reit hat man sich vorgenommen, etwas anderes zu bieten, das eben auch wirklich anders ist. Der Begriff Weihnachtsmarkt wird schon ganz bewusst vermieden. Hier heißt es Kunst und Handwerk im Advent. So kann man es auch sagen und so kann man es machen. Der Markt führt die Besucher nicht wie bei anderen Ausstellungen hier rund um das Schloss, sondern auf die Turnierwiese und ins Schloss hinein. Besucher bekommen für 4 Euro Eintritt, also gleich auch einen Bummel durch das Renaissancegebäude inklusive. Zwischen Ritterrüstungen und historischen Gemälden kann man Ausgefallenes für den Platz unter dem Tannenbaum suchen. Wir sind sowas wie ein Spartenmarkt für Kunsthandwerk und Kunst. Und wir haben auch etwas, was uns von anderen Märkten absetzt. Wir haben uns immer gesagt, unser Weihnachtsmarkt, der eigentlich ein Kunst- und Handwerkermarkt ist, der ist frittierfrei. Das ist etwas, was man anderswo nicht findet. Das meiste hier ist handgemacht und wenn nicht alles, dann ist es aber vor allen Dingen originell. Genau darauf setzt dieser Markt. Ein Konzept, das immerhin schon seit 16 Jahren aufgeht. Wer hier ausstellt, der hat auch eine Beziehung zu dem, was er anbietet. Bei fast allen 60 Ständen sitzen die Künstler selbst dahinter. Wer ernsthaft auf einem Weihnachtsmarkt nach einem brauchbaren Geschenk sucht, der kann hier durchaus fündig werden. Genähtes, gestricktes, gesticktes, gebasteltes und gebautes. Und die obligatorische Bratwurst, die darf natürlich auch nicht fehlen. Im Arkadenhof heißt es dafür Schlange stehen, denn hier kommt das Essen auf Rädern.